Von Montag bis Freitag heißt es hier bei uns. Punkt 18 Uhr ist es und damit herzlich willkommen bei Ron. Doch bis unser Moderator Oliver Sequenz live auf Sendung gehen kann, hat das Ron-Team noch ordentlich zu tun. Wie wir hier arbeiten, das haben wir heute jungen Medieninteressierten im Rahmen der Medienkompetenzwoche Rheinland-Pfalz gezeigt. Türen auf hieß es also bei uns hier in Mannheim. Die Bereiche, die mir hier am besten gefallen, sind wahrscheinlich Moderation. Da will ich noch unbedingt später reingucken. Ja, ich möchte mal den Sendeablauf einer regionalen Fernsehsender kennenlernen, da in so alle Gewerke sozusagen reinzuschnuppern. Bevor es rein ins Getümmel geht, stellt unser Moderator Oliver Sequenz unseren Besuchern unseren aktuellen Sendeplan vor. Und auch unser heutiger Sendechef vom Dienst, Hauke Kutz, hat sich den Fragen der Nachwuchsjournalisten gestellt. Wo soll es denn für unsere Besucher beruflich einmal hingehen? Ich würde gerne als Mediengestalterin Bild und Ton arbeiten. Ob am Regiepult mit unserem Produktionsleiter Tobias Bautz, auf Dreh, im Schnittraum oder in unserer Redaktionskonferenz. Bei uns durften sich heute alle selbst ausprobieren und mit Fragen durchlöchern. Ich finde es toll, dass wir hier dabei sein dürfen, dass wir so unterschiedliche Locations kennenlernen dürfen und dass wir so viele Informationen bereitgestellt bekommen. Wir dürfen bei ganz vielen Leuten mit und dürfen zugucken und ich glaube, das bringt uns allen echt viel. Ich habe viele neue Menschen kennengelernt, viele Kontakte geknüpft und freue mich, wenn ich mal wiederkommen darf. Wir freuen uns natürlich auch, den einen oder anderen vielleicht auch hier bei uns in der Redaktion begrüßen zu dürfen. Und wir sprechen mit Thomas Schmid von der Medienanstalt Rheinland-Pfalz. Er ist der Projektleiter der Woche der Medienkompetenz. Erstmal einen schönen guten Tag. Und dann gucken wir doch mal drauf. Tag 3, also Bergfest. Was ist denn Ihre Zwischenbilanz bislang in dieser Woche? Die Zwischenbilanz ist, dass wir in diesem Jahr das zum dritten Mal durchführen. Und wir sind überrascht von dem Zuspruch, den es jetzt in diesem Jahr genommen hat. Wir hatten 2020 angefangen, kurz vor, bevor der Lockout kam und die Corona-Pandemie alles gestoppt hatte. Und wir hatten damals so 80, 85 Aktionen angemeldet. Im letzten Jahr waren es so um die 120. Und in diesem Jahr sind wir bei 164 Aktionen. Und die Rückmeldung, die wir bekommen, ist, dass das Angebot sehr gut in Anspruch genommen wird. Mhm. Wir hatten heute einen Schwerpunkttag zur Medienkompetenzen der Erwachsenenbildung. Das haben wir in diesem Jahr zum ersten Mal gemacht und da waren mehr als 50 Aktionen rund um dieses Thema im Programm bei uns. Ja, und das kann man natürlich auch aus unserer Seite sagen, sind viele engagierte und interessierte junge Menschen dabei, wenn Sie jetzt auch mal so ein bisschen in die vergangenen Jahre schauen. Also wie wichtig ist denn auch aus Ihrer Sicht denn diese Woche für die Zukunftsbildung der Heranwachsenden? Es geht ja nicht nur um die Heranwachsenden, also das ist ja nur die eine Zielgruppe. Wir haben eigentlich von jung bis alt im Fokus, weil da auch die Bedürfnisse recht unterschiedlich sind. Bei den Jungen ist es oft so, die haben eine tolle technische Kompetenz, aber die haben nicht so die richtige Einschätzung, wenn es darum geht, ob Inhalte glaubwürdig oder unglaubwürdig sind. Bei älteren Menschen stellen wir dann eher fest, dass die eher kritisch sind gegenüber den Inhalten. Aber da fehlt es dann oft an den technischen Kompetenzen. Und da versuchen wir, überall ein passendes Angebot anzubieten. Da könnte man ja sagen, die Generationen können wunderbar voneinander lernen, wenn man das so hört. Aber würden Sie mir zustimmen, dass man zwar sagen kann, also durch die multimedialen Entwicklungen ist vieles einfacher geworden, aber die Herausforderungen an die Medienkompetenz haben enorm zugenommen? Da könnte ich wirklich einen Haken dran machen. Man muss sagen, also es wird ja immer wieder gesagt, so Smartphones und digitale Technik ist intuitiv. Wir stellen fest, dass es das eigentlich gar nicht so ist. Also man braucht schon auch tiefere Kenntnisse, wenn man das ganze, das ganze digitale Angebot in der Breiten auch nutzen will. Und dazu ist es einfach notwendig, dass man sich ständig fortbildet. Deswegen wird dieser Bereich auch ein lebenslanges Lernen bedeuten, weil wir wissen ja auch in anderen Bereichen, dass es so ist, dass immer wieder neue Dinge hinzukommen und die erfordern, dass wir uns neu damit auseinandersetzen und beschäftigen. Viele Herausforderungen über alle Generationen und wir freuen uns auch darauf, diesen Prozess mit Ihnen weiter begleiten zu können. Hoffentlich auch zu einer vierten Woche der Medienkompetenz dann im nächsten Jahr. Herr Schmid, danke Ihnen fürs Gespräch. Gerne. Und ich freue mich, dass RON-TV dabei ist und so eine interessante Aktion angeboten hat. Und hoffe auf das nächste Jahr, dass Sie wieder dabei sind. Selbstverständlich, hiermit versprochen. Alles Gute. Danke.